Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gunilla reist. Schön, dass du wieder dabei bist. Gunilla, das bin ich und wir gehen diesmal gemeinsam auf Entdeckungstour in das Biosphärenreservat Heide- und Teichlandschaft Oberlausitz. Was gibt es da an nachhaltigen Highlights und warum muss ich da hin? Genau das finden wir jetzt gemeinsam heraus und das wirst du in den nächsten Folgen sehen. Deshalb unbedingt auf Abonnieren klicken, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Diesmal dreht sich alles um regionale Wertschöpfung und nachhaltige Land- und Teichwirtschaft. Zuerst treffe ich Steffen Ladusch, der mit seiner Frau Ramona den Bauernhof Ladusch betreibt. Die beiden legen sehr viel Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit, auch bei ihrer Galloway-Zucht. Steffen, wir stehen jetzt hier vor eurer Galloway-Zucht. Wann habt ihr eigentlich angefangen, Galloways zu züchten und warum? Warum? Das ist gut. Warum? Ja. Landschaftspflege. Landschaftspflege? Im Biosphärenreservat. Ach ehrlich, die Idee kam in Verbindung mit dem Biosphärenreservat. Wir haben uns zur selben Zeit gegründet, 92 das Biosphärenreservat und unser Betrieb hat auch 92 begonnen. Okay. Und da haben wir uns abgestimmt, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Schafzucht oder Ziegenhaltung. Das gab es damals schon alles. In Tauern gab es Ziegenhaltung, in Kaschel gab es einen Schafstall großen und wir haben uns dann für die Rinder entschieden. Und warum Galloways? Weil das eine etwas kleinere Rinderrasse ist. Und aufgrund ihrer etwas kleineren Erscheinung machen sie auch weniger Trittschäden. Das ist mit ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist nicht so schlimm auf der Weide wie bei normalen Rindern. Die sind etwas sanfter zu der Weide. Sicherlich ist die Stückzahl mitentscheidend. Aber so viel wollen wir ja gar nicht haben. Ja, aber das nenne ich mal nachhaltige Viehzucht hier. Das ist ja wirklich traumhaft für die Tiere. Ist natürlich traurig, wenn man jetzt direkt vor den Tieren steht, aber ihr produziert ja auch Fleisch aus den Tieren. Ja. Genau, und das Galloway-Fleisch, was ist das Besondere an dem Fleisch? Ja, das Fleisch hat ein bisschen einen Wildtouch. Also es ist etwas kräftiger wie normales Rindfleisch. Sicherlich hat das auch damit zu tun mit der Haltung, die brauchen viel Zeit. Ja, und die haben ja hier, ich meine, die haben Auslauf, die essen gesundes Gras. Ja. Das so. Nur Gras, Heu und mein eigenes Schrot kriegen sie. Was anderes gesund, kriegen sie nicht. Ja, und dementsprechend merkt man das natürlich auch an dem Fleisch. Das ist genauso. Und wie gesagt, man muss wirklich viel Geduld haben. Die brauchen etwas länger. Und dadurch wie viele Jahre dauert es? Bis also in der Regel schlachten wir eigentlich erst mit 3 Jahren. Aber das schafft man immer ganz. Die Nachfrage ist so stark, da sind wir dann schon bei 30, 32 Monaten. Ja. Da bin ich schon immer ein bisschen traurig, weil eigentlich die Bullen wirklich erst mit 36 Monaten richtig fertig sind. Okay. Und dann ist die Qualität auch dementsprechend. Wen beliefert ihr? Wir beliefern niemanden. Wir vermarkten alles über unserem Hof. Alles über euren Hof? Alles wird über unserem Hof vermarktet. Wow. Geht alles über den Hofladen und die Frauen freuen sich, dass sie Arbeit haben. Das nenne ich mal Regionalität. Ja. Das ist Regionalität pur. Absolut, ja. Vorbildlich, wie die Ladushs Regionalität und Nachhaltigkeit leben. Als nächstes erklärt mir Ranger Mike das Besondere am Biokarpfen und Teichwirt Thilo erklärt uns, wie in der Oberlausitz nachhaltige Teichwirtschaft betrieben wird. Karpfen, der Hauptfisch hier in den Teichen ist der Karpfen. Und es sind ja auch gerade Lausitzer Fischwochen. Was ist das Besondere am Karpfen?
Der Karpfen, den haben sich unsere Vorfahren... Er hat ja nicht den besten Ruf, leider. Er hat manchmal nicht den besten Ruf. Vielleicht hier schon in der Lausitz, ja, aber... Also man muss eines machen. Ein frisch gefangener Karpfen aus dem Teich gehört nicht sofort in den Kochtopf. Da muss etwas vorher passieren mit dem Tier. Und zwar, der Teich ist ja sehr nährstoffreich. Er ist ein eutrophes Gewässer, also trübes Wasser, schlammiges Wasser. Und dort schwimmt dieser Karpfen 3 Sommer drin herum. 3 Jahre schwimmt da drin. Drei Jahre. Okay. Braucht er bis zur Speisefischgröße. Okay. Und wenn nun die Erntezeit beginnt, das geht bei uns so Mitte September bis Mitte November etwa, ist dann die Haupterntezeit dieses Produktes Karpfen. Und der kommt jetzt aus diesem schlammigen Wasser. Und jetzt sagt der normale Verbraucher, dein Fisch schmeckt nach Schlamm. Und da sage ich, ja, Sie haben recht. Deswegen muss vorher passieren, er muss in eine Hälterung gegeben werden, das heißt in frisches, klares Wasser. Dazu genügt das frische Wasser der Spree, eines unserer Hauptflüsse hier zum Beispiel, oder des Schwarzen Schöps. Dort kommt er mindestens eine Woche, 14 Tage in dieses klare, saubere Wasser hinein und hat jetzt erstmal Zeit, diesen schlammigen Geschmack zu verlieren. Alles, was er in seinem Verdauungstrakt noch mit sich trägt, das geht in diesen 14 Tagen raus. Der Fisch ist sauber. Und dann kann ich anfangen. Ach, dann ist, weil das ist, weil klar, die sagen ja alle immer, also er hat den schlechten Ruf, weil er nach Schlamm schmeckt. Aber das kann man dementsprechend, man kann ihn auch durchspülen sozusagen. Genau. Und dann ist der schlammige Geschmack weg. Der Fischer nennt diesen Vorgang nüchtern. Er muss genüchtert werden. Dann ist er erst essbar. Und dann ist das eine ganz andere Qualität. Karpfenproduktion ist oder Absatz ist in Saisoncharakter. Ich sage, früher haben wir immer gesagt, von September bis Ostern. Aber jetzt, die Hauptzeit ist jetzt nur noch Weihnachten und Silvester. Ja. Wie lange dauert es denn? Weil ihr fangt ja wirklich an, ihr züchtet wir den haben, von... Wir haben Laichkarpfen im Prinzip, die sind so jetzt 7, 8 Jahre. Die setzen wir jedes Jahr mal Ende Mai oder Mitte 20. Mai rum. Wenn mir danach ist, setzen wir die in die Laichkammer, dann laichen die ab. Und dann kommen die im Prinzip speziell vorbereitete Teiche. Die wird Bodenbearbeitung mit Staldung gedingt und Gründüngung gedingt. Und dort wird die Brut ausgesetzt. Und das, die braucht man da ungefähr um 3 Jahre im Schnitt, um den fertigen Speisefisch zu produzieren. Wie viele Karpfen werden denn jetzt hier abgefischt? Wie viel, ich weiß nicht, wie rechnen Sie in Kilo? Wir rechnen eigentlich in Tonnen. Also im Schnitt, wir sind dieses Jahr, ist es nicht ganz so berauschend bei den Speisefischen, aber ich rechne irgendwo mit reichlich 100 Tonnen Speisefische. Haben wir zwar gerade in Kleinen erwischt, aber so, das sind jetzt so die Speisefischgröße. Mhm. Dieses Jahr haben wir 54 Teiche zu fischen. 54 Teiche haben wir zu fischen. Immer was zu tun. No. Ja, ich weiß es, es ist Jahre her. Ich kann mich wirklich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Karpfen gegessen habe. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, weil ich so viel Gutes jetzt erhoffe. Ja. Ich habe den Karpfen zu den Lausitzer Fischwochen in allen verschiedenen Varianten probiert. Geräuchert, gebraten oder klassisch karpfenblau. Und kann nur bestätigen, dass dieser absolut nicht schlammig, sondern total lecker geschmeckt hat. Jetzt geht's zur Apfelscheune Kannewitz, wo wir Christoph Schuster treffen, der dort seine Streuobstwiesen ohne jegliche Chemie und Zusatzstoffe bewirtschaftet. Das war das Konzept, diese 2 Teile, Ferienwohnung, Obstpresse. Seit 2018 läuft das jetzt und mit zunehmendem Erfolg. Ich bin ganz zufrieden, wie es sich entwickelt hat. Ja, und du zeigst uns jetzt auch mal, wie das funktioniert hier, ne? Wie man dann wirklich dann auch den Apfelsaft herstellt. Wie viel Liter produzierst du hier? Also das hat zugenommen im Laufe der Jahre. Also im ersten und zweiten Jahr waren es ungefähr 6.000 Liter. 6.000? Ja, aber in diesem Jahr werden es wohl 10.000 werden. Gratulation. Ja, es ist auch ein gutes Apfeljahr. Es hat sich herumgesprochen, dass ich hier Apfelsaft produziere. So langsam ist es in der Region bekannt. Die gucken wir uns nachher auch nochmal an, deine Streuobstwiese. Ja, genau. Was für Apfelsorten hast du denn hier? Also die alten Sorten sind ja sehr breit gefächert, da gibt es ja sehr viele Sorten. Worauf ich besonders mich spezialisiert habe, ist dieser Apfel, der hier steht. Das ist der Lausitzer Nelkenapfel. Das ist ein regionaler. Lausitzer Nelkenapfel. Du kannst auch gerne mal einen kosten. Ja, gerne. Total lecker. Lausitzer Nelkenapfel. War richtig, oder? Genau. Also er schmeckt nicht nach Nelken. Den Namen hat er, weil unten der Kelch
oder die Kelchblätter sehen ein bisschen aus wie Nelkenblätter. Deswegen der Name Nelkenapfel. Aber er schmeckt gar nicht nach Nelke eigentlich. Er schmeckt recht süß. Nee, Nelke. Ich bin immer die Glückliche, die zu Weihnachten beim Rotkohl auf die Nelke beißt. Den hatten wir bei uns auch zu Hause. Ist der auch in Niedersachsen? Ja. Lecker. So, und jetzt, an welchem Baum wächst der? Da steht. Geschmack, feines Orangenaroma. Und ich habe deinen Sohn gefragt, was seine Lieblingssorte ist. Dann sagt was hat er gesagt? Cox Orange. Aha, Cox Orange. Den habt ihr ja, genau. Den habt ihr da auch und der kommt ja auch. Stimmt, wie der Name sagt, aus England. Noch so ein Gascognes Scharlachroter. Kannst du sogar mal einen Apfel frisch vom Baum? Ah, okay. Wow. Kosten. Dankeschön. Danke. Die werden sicher dann noch mal irgendwann auch ein bisschen größer. Ja. Das sind jetzt ja junge Bäume. Und es war ein trockener Sommer. Mhm. Ja, ich finde, der hat schon was. Mhm. Über 70 verschiedene Apfelsorten baut Christoph an. Davon habe ich gefühlt die Hälfte probiert. Es gab also kiloweise leckere Äpfel den Tag. Von Christoph und seiner Apfelscheune und Saftpressen werden wir in Zukunft noch viel mehr erfahren. Aber in der nächsten Folge geht's mal wieder in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald zum Wandern und Schlemmen.